Riku! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Geile Übersetzung, Menschen. Hey! Aha, na wer, wen haben wir denn da? Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Denn, soweit ich mich erinnere, haben wir hier noch eine Kiste. Ganz genau. Und die holen wir uns nochmal eben. Die Luna-Marke, bevor wir jetzt hier irgendwie groß an Land gehen. Und dann sagen wir doch mal hallo diesen lustigen Menschen, die scheinbar einen Blitzball besitzen. Und das 1000 Jahre später, wo es doch gar keinen Blitzball mehr gibt, scheinbar. Zumindest laut Riku. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally, things were starting to look up. Und weg war der Ball. You know, amateur, who you play for? The Zanarkin Apes. Oh, das hätte er vielleicht besser nicht sagen sollen. What team you say again? I meant forget that. I got too close to sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Aha, also Blitzball scheint es natürlich schon noch zu geben, nur halt eben nicht mehr in Zanarkin. So hatte das Riku ausdrücken wollen. Und deswegen war es ja auch nicht ganz so clever zu erwähnen, dass... dass man für die Zanarkin Apes spielt, ne? So, wir gucken uns erstmal natürlich hier weiter um, bevor wir hier mit Waka, den wir jetzt hier kennengelernt haben, ja, Waka, Waka, Brüller, weiter marschieren. Vielleicht, aha, natürlich. Es gibt immer irgendwo eine Kiste, wenn man irgendwo lange hinlaufen kann. Hier haben wir ein Antidot, das war, glaube ich, gegen Gift, ne? Und ja, hier drüben auf dem Pier haben wir nichts mehr. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Können jetzt natürlich auch noch mit den ganzen Leuten hier mal ein bisschen sprechen. Servus. Kipper. Das ist Kipper. Wie du siehst, ist unser Team ein wenig unerfahren hier. Also wirklich safe sieht das hier nicht aus. Das ist Bots. Im diesjährigen Turnier möchte ich Waka nicht zur Last fallen. Letty. Ich bin gut im Kopfball. Naja, heute wohl etwas weniger. Ja, sieht auch nicht so toll aus. Dat, wenn der Ball kommt, kneife ich meine Augen immer zu. Oh weh. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Jazz. Du bist klasse, ich wünschte, ich könnte auch so schießen. Ach du Scheiße, habt ihr den Vortragsversuch gesehen? Voll auf die Fresse. So, Waka. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand.
What gets me though is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanuck and Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Also, ich denke mal, spätestens jetzt haben wir wirklich eine Bestätigung erhalten, dass es wirklich alles so passiert ist, wie man uns erzählt hat, dass Zanarkand zerstört wurde, dass Sin eigentlich fast die ganze Welt zerstört hat. Aber ob die Theorie von Tidus natürlich wahr ist, dass, wenn er ein weiteres Mal mit Sin in Berührung kommt, dass er vielleicht wieder nach Hause kommt, ist eine gewagte Vermutung. Wir gucken uns das hier einfach mal ein bisschen um. Hier sieht es nämlich ganz hübsch aus. Sieht sogar wirklich sehr hübsch aus hier. Warum? Na, wie klar war das? Tja, um back to the city zu kommen, müssen wir scheinbar, ja, ein wenig schwimmen. Aber das ist ja auch ganz schön. So schön, wie das hier aussieht, kann man das auch, denke ich, mal machen. Ah, guck mal, eine Kiste. Ah, warte mal. Die würde ich ganz gerne mitnehmen, wenn das jetzt hier mit dem Tauchen noch funktioniert. Ah, jetzt hat eine Phönixfeder erhalten. Das ist doch mal eine Ansage. Wow. Wow! Ein Kampf! Also auch, hier sind wieder die lustigen Piranhas, die wir aber selbstverständlich alle one-hitten können. Waka wird hoffentlich einen etwas stärkeren Angriff haben als die gute Riku. Ah, 120, es reicht aber auch nicht für den One-Hit. Ärgerlich. Naja, aber ist jetzt nicht so schlimm. Also er greift mit einem Blitzball an, der gute Waka. Aber mit dem zweiten Mal sind die dann auch besiegt. Ja, Waka gehört also zum Team. Einer unserer Hauptcharaktere, hier eine Menge Spheroiden bekommen. Und wir tauchen einfach und schwimmen ein bisschen. Ui! Und finden eine weitere Kiste. Und dort versteckt sich eine High Potion. Na, das ist doch wunderbar. Ah, ich finde, es sieht wirklich sehr hübsch hier unter Wasser aus. Und ja, die Menschen können alle unendlich lange tauchen. Deswegen spielen sie ja auch Blitzball. Ne? Deren Technik möchtest du gerne mal kennenlernen. Du hast auch Techs, zum Beispiel Blindhieb. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, mit ein bisschen Magiepunkten unsere Gegner blind zu machen. Das ist dieser schwarze Rauch, der jetzt bei dem Gegner ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er uns nicht getroffen hätte, wäre gar nicht mal so gering gewesen. Also das bewirkt quasi das Blindmachen. Funktioniert natürlich auch nicht bei allen Gegnern. Bei Bossen schon mal gleich gar nicht. Aber bei so kleineren Gegnern ist das immer ganz praktisch. Hier haben wir noch eine Kiste. Den nehmen wir auch noch mit. Nochmal Antidot. Sehr schön. Und jetzt werde ich aber gleich auftauchen. Wir sind nämlich eh gleich dann am Ende. Schauen wir mal, sind das drei Gegner? Sind zwei Gegner? Ne, es sind doch. Pass auf, dann machen wir trotzdem die Tech. Weil damit könnte er sie ja dann doch wieder one-hitten. Ne, reicht nicht. Ja, ihr habt schon gesehen, es gibt auch noch ein Menü für Waffen. Das ist ganz praktisch. Man kann tatsächlich während dem Kampf Waffen wechseln.
die man im Inventar hat. Das ist super praktisch. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, habe ich taktisch klug agiert, sodass der Gegner nicht einmal zum Zuge kam, weil ich ja genau gesehen habe, welcher Gegner wann angreift. Also da kann man taktisch wirklich unglaublich viel und Tolles machen. Ah, so beruhigend, wenn ich bedenke, oh, gerade eben nur Tod, Zerstörung und jetzt sind wir auf dieser wunderschönen Insel gelandet. Da ist das schon wirklich ganz toll. So, Gegner weg. Oh, sehr schön. Nachdem die Kamera gerade so lustig geschwenkt ist, habe ich schon gewusst, dass er den auf jeden Fall hitten wird damit. Und gleich gibt es wieder ein Level-Up, wo ich dann... Ich warte jetzt, bis beide ein Level-Up haben, weil dann kann ich mich da zweimal drum kümmern. Das ist ganz praktisch. Ah, Walker, der Scherzkeks. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? Hm? Hm? Meint er das vielleicht gar nicht? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then, you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Na, die Idee ist doch wirklich nicht schlecht. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Also, Walker, hast du uns im Team? I thought then the Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkin had in common. I wasn't too far off either. Ja, Blitzball ist quasi der Sport, der die Menschen noch irgendwie am Leben hält, irgendwie Glauben und Hoffnung schenkt. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seem right. Also nach 10 Jahren erfolglos sein, ist dann doch mal irgendwie... Denkt ans Zurücktreten, ne? After quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do, long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Ja, aber sicher, mein Junge. Wenn schon, denn schon. Also, für alle, die sich im Übrigen wundern, warum das mit der Übersetzung eigentlich so kacke ist. So schwer kann es ja nicht sein, Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Ja, das ist schon richtig. Allerdings ist die Übersetzung aus dem Original Japanischen. The one from the sea. Und deswegen stimmt manches nicht überein. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Tja, ist blöd, wenn du natürlich 1000 Jahre in der Zukunft gelandet bist, da kannst du ja auch nichts wissen. Also wissen wir auch nichts von einer sogenannten Bürgerwehr. Aber wir werden jetzt uns hier einfach mal in Ruhe umgucken und bestimmt auch einiges lernen hier auf dieser wunderschönen Insel Bisade.
Crusade Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' Lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? You remember the prayer, right? Noch wie man ein Gebet spricht. Ist mir entfallen. I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. Alright, I'll show you. Also, das ist das Zeichen, das sie schon immer machen. Go ahead, you try. Hmm. Hmm. Süß. Sieht nicht ganz so schwungvoll aus, aber besser als nichts, oder? Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any blitzball player would know that prayer. It was the blitzball sign for victory. Also das Zeichen von Blitzball übernommen für ein Gebet. Da siehst du mal, wie verzweifelt die Menschen wahrscheinlich waren nach der Attacke von Sin. Eine traurige und ergreifende Geschichte. Und mit diesem wundervollen Soundtrack, den ich jetzt noch ein bisschen in Ruhe genießen werde, verabschiede ich mich für diesen Part. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir ein bisschen die Insel Bisset erkunden werden.